Willkommen zum neuen Video. Heute werden wir das Schaltbild, was ihr gerade vor euch seht, besprechen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich sehe oft Leute rumlaufen, in Anführungszeichen, oder Vorhaben haben, wo die eine CPU bauen, die allerdings nur zwei Register hat. Diese zwei Register kann man dann selten überhaupt nicht mal ansteuern. Ich frage mich dann echt, warum man dann überhaupt zwei Register hinbaut, weil das einem so gut wie gar nichts bringt. Ja. Die hocken dann einfach vor den beiden Inputs der Adder oder der Alu und sind da unansteuerbar und man kann nichts machen. Das ist natürlich scheiße, weil dadurch die Leistung und die Performance der CPU deutlich eingeschränkt werden. Viel besser wäre es, wenn man erstens mehr Register hat und zweitens die ansteuern kann, so wie in einem echten Assembler auch. Da sagt man nicht Add, sondern Add, Drain und Source. Ja, ich weiß, ich habe es selber mal so gesagt, aber es war ziemlich am Anfang von der Tutorial-Serie und da will ich nicht gleich mit Multiplexern und sowas auffahren. Jetzt denke ich mal, dass die meisten soweit sind, in Anführungszeichen, und jo. Dann könnten wir auch mal anfangen, mehr Register einzubauen. Für die Leute, die wegen Minecraft hier sind, die schauen bitte in die Beschreibung, da findet ihr einen Link, wie man genau den linken Teil, die Alu noch nicht, aber den linken Teil, den hier, in Minecraft baut. Der rechte Teil wird noch kommen. Jupp, also links hier sehen wir die Register, die vier Stück. Könnten wir eigentlich auch mal benennen. Ah, ich glaube, das wird nichts. Sieht man dann hier nicht mehr. Oder? Ja, scheiße. Also lassen wir das mal. Ja, jedenfalls ganz oben ist... Oh, nicht das Register. Oben ist das AX, dann das BX, das CX, das DX. AX... BX, CX, DX. So. Ja, also, wir fangen mit der Registersteuerung an. Die habe ich eigentlich schon in Minecraft erklärt, aber schadet ja nie. So, du gehst mal zu hier. Warum blinkt die Maus so beschissen auf? Also, wir fangen an. Wir haben hier unser Instruction Set, das ich mal hier aufklappen werde. Und zwar eine 16-Bit-CPU. Das ist jetzt ganz schnell zusammengerannt, deswegen ist es auch so klein. Die ersten 4 Bits sind der Opcode, die hier sagen, welche Operation ausgeführt wird. Die nächsten 2 sind die Register-Steuerbits. Einmal die Drain, die Senke, wo es reingeschrieben werden soll, und die Source, von wo es in die Drain geschrieben werden soll. Der Rest sind 8-Bit-Nummern, die wir übermitteln können. Wir haben einmal den NOP-Befehl, also 16 Nullen, machen gar nichts. Also lassen die CPU leer laufen. 0001 wäre Move, der Registerbefehl. 0010 wäre Add. 0011 wäre Sub. Und 0100 wäre Zero. Der hier ist ziemlich wichtig bei der Steuerung, die ich hier anwende. Ja. Wieder zurück zu Logisim. Hier unten kommt die Instruction rein und geht zunächst in einen Verteiler, den wir in Logisim leider brauchen. Die oberen 4 Bits werden dekodiert, wenn der Opcode 0001 ist, dann ist es MOV. Bedeutet, dass diese Linie hier angeht, den Multiplexer hier oben aktivieren und den Decoder hier unten. Die weiteren 2 Bits, die ich hier abzweige, gehen einmal wieder zu dem Multiplexer hier oben. Also der zweite, die Source, von wo. Man sieht ja, ups. Hier kommen die Register raus, gehen in den Multiplexer. Die 2 Source Bits sagen dem Multiplexer, welcher der 4 Werte hier vorne rauskommen soll, wenn diese Linie an ist. Hier ist der Ausgang. Die Drain Bits gehen zu diesem Decoder hier und die sagen, welches Register für den Takt freigegeben werden soll. Deswegen hier diese Lines, die hier zu dem Enable-Befehl gehen. So, wie hauen wir eine Nummer rein? Das ist ziemlich simpel. Und zwar, die unteren 8 Bits, die eine Nummer übermitteln, werden hier abgespeist und in ein OR-Gate geleitet. Sobald irgendeine dieser unteren Nummern an ist, wird das OR-Gate hier ausschlagen und sagen, ups, da wird eine Nummer übermittelt. Was bedeutet, dass dieser Multiplexer hier oben, der hier, umspringen wird. Jetzt wird er nicht mehr der Wert hier. Er wird jetzt nicht mehr den
Source-Wert nehmen, der eigentlich hier rauskommt. Hier, bei diesen vier. Sondern er wird jetzt die Nummer, die hier eben übermittelt wird, die hier unten rauskommt, nehmen und die hier hochleiten zu den Eingängen der der Register bestehend aus D-Flip-Flops. Wie gesagt, das habe ich in Minecraft schon mal erklärt. Wer dazu noch Fragen hat, kann sich melden oder schaut sich das Video in der Beschreibung an. Der Takt geht ganz normal zu dem Takt. Einen Null-Setzbefehl haben wir nicht. Was ganz wichtig bei dieser Methode ist, wenn wir move ax 0 machen wollen, also beispielsweise mal move wäre 0001, ax wäre 00, die nächsten beiden 00 adressieren das ax, sieht man wunderbar an dem Decoder, jetzt ist diese Linie an und in dieses Register kann geschrieben werden. Ja, es liegt hier nichts an. Der Decoder, der Schaltkreislauf denkt nun, move ax ax, weil das OR-Gate nicht anschlägt. Und da im ax eine 0 liegt, wird da auch nichts reinkommen. Schreiben wir mal eine 2 rein. Jetzt erscheint da oben eine 2. Und machen wir jetzt mal move ax 0. Wird nicht funktionieren, da wird die 2 einfach drin bleiben, weil er immer noch denkt, move source, move drain source, und das wäre in dem Fall move ax ax. Wenn man das in den Assembler eingibt, sollte diese Bitfolge, also 0001 Opcode und dann 16 Nullen, wenn man das als Move-Register 0 sieht, sollte der in Zero-Register umbenennen. Deswegen ist hier noch dieser blöde Zero-Befehl drin, damit ich es euch zeigen kann. Also probieren wir mal kurz was aus. Move DX. Man sieht hier schön, wie der Decoder umspringt. Und zwar eine 4. Und jetzt verschieben wir diese 4 in alle anderen Register. Move. Source ist natürlich DX. Jetzt hier kommt der Wert 4 raus und kommt hier oben raus, weil er hier ja ausgewählt wird durch die beiden Source-Bits, die auf 1 gesprungen sind. Und schieben es ins AX. Achtet auf die Register hier oben. In das BX und in das CX. Jupp. Jetzt könnten wir eigentlich das mit dem Nullschieben vergessen. Ich habe aber den Befehl Zero eingebaut. Also mache ich das nochmal schnell so. Wieder auf alle Register achten. Move. Source ist AX. BX. CX. DX. So. Nun zur ALU, wie man dann mit 4 Registern rechnet, obwohl man ja an den Adder nur 2 Eingänge hat. Mag dem einen oder anderen komisch vorkommen, zumindest die neu in dem Bereich sind, ist aber ja nicht mal so schwer. Wir fangen an mit diesem Block hier. Wir haben nur 4 Register und die können wir nur untereinander verrechnen. Das heißt, A und B Eingang müssen von irgendeinem dieser Register kommen. Deshalb splitten wir die ab und tun sie in 2 separate Multiplexer leiten. Die bekommen aber beide dieselben Inputs vom selben Register. Das sind übrigens 8-Bit-Leitungen und wir handhaben auch mit 8-Bit-Zahlen. Sollte man aber gemerkt haben. Aktiviert werden diese ganzen Multiplexer von irgendeinem der arithmetischen Befehle. In dem Fall jetzt hier wieder solche lustigen Decoderchen. Der Add-Befehl, der Sub-Befehl, der Zero-Befehl. Alle in dieses OR-Gate, wenn irgendeiner von denen anspringt, dürfen die hier oben was machen. Diese Decoder, Multiplexer, Multiplexer. Hier habe ich es mir mal einfach gemacht und einfach abgesplittet mit einem Decoder. Das ist der normale Instruction-Bus, der kommt von hier, fährt hier hoch zu diesem Verteiler-Dings. Die Drain-Bits, also die Senken-Bits, in welches Register zurückgeschrieben wird, gehen in diesen Decoder hier. Sollte irgendein arithmetischer Befehl kommen, sagen wir mal add, war das glaube ich, ja, springt hier oben der Decoder an und wir dürfen ins AX zurückschreiben, weil ja jetzt hier unten 2 Nullen anliegen, die ja für AX stehen. Also dürften wir jetzt ins AX zurückschreiben. Die Drain-Bits gehen übrigens zu dem zweiten Multiplexer, der den A,
also zu dem oberen hier, ups, zu dem oberen hier, der den A-Input beider arithmetischer Operationen darstellt. Für den Zero-Befehl hier brauchen wir keine Parameter, weil da sowieso nur Zero ein Register. Kann man keine 2 angeben, also man kann es, bringt aber nichts. Das heißt, in dem Fall wird eine 0 in das entsprechende Register, das dann hier oben durch den Decoder ausgewählt wird, zurückgeschrieben. Der zweite Input hier, der untere Multiplexer, ist interessanter. Da bauen wir vor jedem zweiten Input des Addierers und des Subtrahierers. Die ALU ist ziemlich simpel, aber ich wirklich keine Lust, jetzt wegen so einem lappigen Beispiel eine riesen ALU hinzuzimmern. Ja, also Multiplexer, und zwar der Null-Input, also wenn alles normal ist, nimmt er das einfach aus dem zweiten Multiplexer, der durch die Source-Bits angesteuert wird, und lenkt sie da in diesen schönen Addierer rein. Wenn aber jetzt hier unten von diesem OR-Gate wieder eine Zahl erscheint, also wenn wieder irgendwo eine Zahl übermittelt wird, dann springt der Multiplexer um und nimmt nicht mehr die Inputs, die aus der Source kommen, sondern als Source verwendet er, folgend dieser Linie hier, die 8-Bit-Nummer, die eben übermittelt wurde. Was man damit nicht kann, ist Add Register, 0, was aber auch nichts bringt, weil Add Register 0 einfach ein NOP ist. Der macht nichts. Und den NOP-Befehl haben wir ja drin. No Operation. Sollte es euch verwundert haben, das hier sind nur die Instruction Decoder, die sagen, wenn die und die Bitfolge, dann darf dieses Ergebnis hier raus. Wo der hingeht, ist ganz normal zu diesem Bitwähler hier. Wenn irgendeine arithmetische Operation kommt, darf hier das Ergebnis durch und in die Register gelenkt werden. Addieren wir mal CX mit 5. Sollte in, ups, CX noch anwählen. Ich glaube, das war das. Nein, das war BX. CX. Jetzt wird in diesem Register eine 5 erscheinen. Sollte es zumindest. 5, 0. Oh, ich habe den Inverter hier raus. Ups, 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 ups. Inverter, Inverter muss noch hier rein. Besten. So. Jetzt wird in diesem Register eine 5 erscheinen. Und da ist sie. Jetzt hauen wir mal eine 7 in das AX-Register. Und wir addieren jetzt in das AX plus CX, also ad, nee, wir subtrahieren AX minus CX, also sub AX CX. Jetzt sollte hier eine 2 rauskommen und sollte jetzt im AX erscheinen, was sie auch tut. Wie gesagt, Registersteuerung könnt ihr nochmal in einem Minecraft-Video nachgucken, das ihr in der Beschreibung findet. Wenn es dazu noch Fragen gibt, meldet euch oder schaut euch den Schaltkreis an. Ich werde ihn noch mit ein paar lustigen Beschreibungen, werde ich den hochladen. Bis dahin, viel Spaß beim Bauen. Das kann man übrigens auch ohne allzu großen Aufwand in Minecraft nachbauen. Jedenfalls hat man hier mehrere Register über und muss nicht immer nur mit diesen zwei ungemütlichen, lahmen, nicht ansteuerbaren Registern rumrennen, sondern hat freie Entscheidungsmöglichkeiten und kann auch mit dem Assembler anfangen, sowas wie Move Register Register, was andernfalls nicht möglich ist. Also, bis zum nächsten Mal, ciao.